Hallo, heute wollen wir uns zur Abwechslung mal wieder ein Smartphone ansehen. Und zwar handelt es sich hierbei um das letzte Woche erschienene Galaxy S5. Das kann man sich seit dem Freitag im Geschäft kaufen. Und wir wollen mal überprüfen, was das neue Gerät alles so kann. Das Galaxy S5 kommt in dieser Packung mit Holzlook. Da können wir Sie beruhigen, da mussten keine Bäume das Leben lassen, sondern das ist im Prinzip nur ein Kartonaufkleber in entsprechender Farbe. Darunter befindet sich auch gleich das Smartphone. Und zuerst sehen wir uns mal kurz noch das Zubehör an. Da findet man dasselbe wie bereits bei den Vorgängern. Zum einen das Netzteil mit einem USB-Kabel, Micro-USB wie auch üblich, und ein weißer Kopfhörer, wie man sie auch schon vom Galaxy S4 kannte. Von vorne sieht das Gerät dem Galaxy S4 sehr ähnlich, aber größere Unterschiede gibt es, wenn man das Gerät umdreht. Hier handelt es sich um die sogenannte Design 2.0 Sprache von Samsung. Und zwar besteht die Rückseite zwar immer noch aus Kunststoff, versucht aber so eine Art Leder zu imitieren. Sieht zwar vielleicht etwas besser aus als beim Galaxy S3, S4, aber vollkommen überzeugt bin ich persönlich zwar immer noch nicht. Also das Edelfeeling eines HTC One vermisst man mit diesem Gerät immer noch. Umfasst es das Ganze mit einem silbernen Kunststoffrahmen. Hier an der Oberseite sehen wir zudem noch die 3,5 mm Klinke und hier daneben eine Infrarot-LED. Damit lassen sich TV-Geräte oder generell alle Geräte, die einen Infrarotempfänger haben, steuern. An der Seite finden wir hier die Lautstärke-Tasten und hier den Ausschalter und hier auf der Unterseite der USB-Anschluss. Der ist hier ein bisschen was Besonderes, zum einen weil hier ein Stöpsel drüber ist, das bedeutet, das Galaxy S5 ist IP67 kompatibel, das heißt Spritzwasser und staubgeschützt. Also wenn man da jetzt mal kurz irgendwie mal ein Mineralwasser drüber kippt, könnte es durchaus sein, dass das Gerät diesen Unfall überleben wird. Und zum anderen, wenn wir diesen Stöpsel aufmachen, dann sehen wir hier, dass das Galaxy S5 nicht einen üblichen Micro-USB-Stecker hat, wie sonst üblich. Also der sieht so aus. Sondern dass das Gerät USB 3 kompatibel ist, wenn man nämlich den entsprechenden Stecker hat. Da braucht man einen Stecker von diesem Typ. Kann man das Gerät zum einen schneller laden, da USB 3 insgesamt 75 Watt transportieren kann, und zusätzlich lassen sich damit auch die Daten schneller auf das Gerät übertragen. Jetzt noch ein bisschen was zum Innenleben des Gerätes. Das Display ist ja mit die wichtigste Komponente eines Smartphones. Und hier deuten es die Seitenfarben bereits an. Wir haben hier wieder ein OLED-Display mit Full-HD-Auflösung. Und ja, die Diagonale ist etwas größer geworden im Vergleich zu Vorgänger. Wir haben hier 5,1 statt 5,0 Zoll. Das heißt, im Gegenzug ist die Pixeldichte etwas geringer geworden. Die Bildqualität ist aber immer noch hervorragend und die verwendete Bandai-Matrix kann man, wenn überhaupt, nur noch erahnen, aber im Prinzip ein hervorragendes Display. Die Startseite sieht immer noch ähnlich aus wie beim Galaxy S4, jedoch kann man beim Hereinwischen eine neue My Magazine Startseite aufrufen und hier kann man so im Stile eines HTC Blinkfeeds kann man sich Nachrichten durchlesen. Die Themenauswahl auf der Magazinseite sind nach dem eigenen Geschmack auswählbar. Während hier der Startbildschirm, wie bereits erwähnt, immer noch gleich aussieht, hat Samsung die Einstellungenseite stark überarbeitet. Und zwar statt der üblichen Listendarstellung ist jetzt alles in einer Rasterdarstellung untergebracht. Die Icons werden rund dargestellt und mit einer Farbe hinterlegt. Aus unserer Sicht ziemlich verwirrend, vor allem für jemanden, der Android in seiner Standardausführung schon gewohnt war. Also hier muss man jetzt immer ein bisschen was suchen, aber ich denke mal, mit genügend Erfahrung lässt sich das alles gewöhnen. Eine der größeren Neuerungen finden wir hier, und zwar handelt es sich um den Fingerabdruckscanner. Dieser ist hier im Home-Button untergebracht und kann zum
bezahlen dienen, beziehungsweise auch für simple Dinge wie das Entsperren des Homescreens. Man richtet ihn ein, indem man hier im Fingerabdruckmanager seinen Fingerabdruck hinterlegt. Und zwar wird das gemacht, indem man sich einen Finger eigener Wahl insgesamt 9-mal über diese Fläche streicht. Mit jedem Drüberstreichen wird der Fingerabdruck genauer eingespeichert. Und zum Schluss sichern wir das Ganze mit einem Passwort. Hier der einfache halber mal einfach QWERTZ. Und ab sofort kann man den Fingerabdruck für diverse Dinge einrichten. Wir wählen hier einfach mal für die Bildschirmsperre. Wenn wir jetzt das Display ausmachen und wieder einstarten, zeigt uns hier dieser Streifen an, dass wir das Gerät mit dem Finger entsperren können und streichen drüber. Und voilà. Ein weiteres neues Feature des Galaxy S5 ist der Pulsmesser. Der befindet sich nicht hier, wie man das erwarten möchte, sondern auf der Rückseite. Und zwar handelt es sich, ich glaube, hier die Diode ganz links, rechts. Und das funktioniert so, dass man die S-Health-App aufruft, hier auf Startdruck drückt und seinen Finger an die Diode hält. Nach ein paar Sekunden wird einem der aktuelle Puls angezeigt. Hier zeigt das Gerät zum Beispiel gerade an, dass ich mein Herz mit 64 Schlägen pro Minute schlägt. Ob das jetzt der Wert einer gesunden Person ist, weiß ich nicht, aber der Pulsmesser scheint zu funktionieren. Ja, das waren so mal die wichtigsten Neuerungen des Galaxy S4. Es handelt sich sicherlich um ein spannendes Smartphone, allerdings sind die Neuerungen zum Vorgänger etwas klein geraten. Für jemanden, der beim Upgrade einige Stufen überspringen möchte, definitiv eine Empfehlung, aber als Galaxy S4-User lohnt sich der Umstieg nicht.